Hallo und herzlich willkommen hier zu meiner Folge bei Kerl im Kopf. Dritter Anlauf. Ja, Probleme mit dem zweiten Rechner. Treiber. Und tolle Unterbrechung, ne? Klar, logisch. Ich mache jetzt mal weiter hier. Wir fahren jetzt mal zu unserem Feld. Gerade kurz auf Pause gedrückt, dass wir weitermachen können. Ohne dass die Zeit uns davon läuft, ne? Wo wir genug Zeit haben wegen Drescher, aber möchte ich auch nichts verschenken, ne? Falls doch mit dem Geld hin sollten oder so. Vielleicht. Aber ich weiß es nicht. Ja. Aber so ist es halt, ne? Technik. Ja, dann werden seit 11 Tagen keine Treiber aktualisiert. Das stimmt. Ja, könnte sein. Möglich. Dann hat er sich einen Treiber ausgesucht. Zack. Bildschirm weg. Grafiktreiber. Dann war da irgendwas mit Intel gewesen. Irgendwo gleich gemacht. Und dann war das. Hoffe ich mal, jetzt geht. Also keine Unterbrechung kommen. Die erste Folge war gerade fertig und da kam, naja, da war der eine Bildschirm weg und da kam eine ganze Soße nur auf einen Bildschirm. Wäre natürlich ungünstig, weil die Doppelte auch bei anderen Sachen gestört werden. Und das ist ungünstig, ne? So, aber wir fahren halt mal Richtung Arbeit. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Kleinen Rest, denken wir, kriegen die Hänger noch voll. Fast. Jetzt muss ich hoffentlich noch voll kriegen. Je mehr wir bekommen, umso besser ist es, ne? Den Verkauf. Grüne Geld. Braucht nicht, ne? Bremse. Und Traktor auch machen. Der ist ja gut vollgetankt. Ne, müssen wir hier. Zack. Achso. Wir wollen noch Tür aufmachen, ne? Mit der Scheibe. So. Kann man auch Messer sehen, ne? Ja, da von außen kann man sehen. Das geht auf. So. Machen wir Tür zu. Na, keine. Ja, was soll auch reinkommen, ne? So, ab in den Drescher. Hat der auch eine Tür? Sicher, ne? Ne. Gehen wir ran. Springen wir rein. Und dann machen wir zu. Was ist das? Handbremse. Na, oh Gottes Willen, muss lassen. Ja, das ist Lenkung. Also ja, Höhe. Und ein bisschen weiterfahren. Handbremse. Ja, und dicht daran, ne? Ein bisschen zu sehr vorsichtig gewesen. Knappen Meter hat gefehlt. War doch schön dicht daneben, auch daneben, ne? Zack. Und achso, ja, da muss ich noch gewöhnen an die Steuerung hier. Gewöhnungsbedürftig, aber gut, ist halt so, ne? Man soll das Rohr auch wieder einklappen, kurz leer machen und dann wieder voll. So läuft alles. Ton, jo, zur Not mache ich heute vielleicht nur 4 Folgen und dann mache ich morgen weiter, wenn ich müde werden sollte. Ansonsten geht's weiter, ne? Frisch rasiert, also gewaschen, gebadet habe ich schön. Muss sein. Ja, die Haare wachsen sein und so, ne? Friseur zu. Flackert in dein Bild jetzt? Macht keinen Scheiß. zu. Rohr einfahren. Vor rein. Da will die Maus bewegen. Ja gut, ist halt so, ne? Denkt man hier öfter so was machen und so
eher, wenn wir uns rechts hören. So, rückwärts fahren gleich. Das, die Spur war noch nicht fertig gewesen. Das machen wir gleich. Beinahe eingefahren, unser Anhänger hier. Jubiläum. Hat aber wenig Sprit rein, die Tank, der Kollege vom Händler. So, wo ist die Spur? Da. Ich hatte die Aufstrecke ein bisschen reduziert, aber ich glaube, die das geht zu Recht nicht. Ne? Machen Sie erinnern sich. Oh, das sieht schlecht aus. Da muss er ein bisschen umschalten, ne? Ein bisschen. Das ist nicht ganz so laut. Halt. Oh. Weiß nicht genau, wie jetzt. Ist nicht spät, aber er kam. Wo kann man es hier erkennen? Nicht. Aber außen kann man sehen, ne? Ja. Gucken, ob er Konsole was sehen kann. Müsste eigentlich. Aber gut. Das finde ich mal durch Zufall. So. Oh. Bauen. Grünzeug wollen wir nicht haben, ne? Ist ja die modernen Geräte fahren ja alle schon mit der Steuerung automatisch, ne? Das ist ja heute schon Standard, ne? Bei den etwas neueren Maschinen. Bei den ganz alten Mazdaien hat nicht funktioniert, aber was man heute sich kaufen kann, das ist dabei. Ob Traktor oder Drescher oder so. Also schlichtweg, würde ich sagen, notwendig, wenn man die großen Arbeitsbreiten nimmt, die es heutzutage gibt, für über 13 Meter. Kann man nicht mehr ein Auge einschätzen, ne? Mehr oder weniger. Geht schon beim Gruppern los, beim Flügen. Und bei der Ernte sicherlich noch viel mehr. Es geht ja darum, wenn man optimale Breite hat, ne, dass man da entsprechend auch kostengünstig das über die Reihen kriegt. Ne? Und dass wir da 3 Spuren mehr fahren müssen. Ne? Zum Schluss wollen wir den kleinen Rest, was wir davon gesehen haben, noch mitmachen. Weil wir ja auch anfangs nicht aktiviert hatten. Hier gibt es keinen Tacho, also ich kann keinen recht erkennen. Wir sind ein Gefühl fahren, 0,0 steht da. Das stimmt ja noch nicht, ne? Also ist noch eine Ausfahrstufe möglich hier. Ja. Jetzt sag mal so. Ich denke mal, das Entwicklerteam hat sich auch leichter vorgestellt. Ja, wenn du überlegst hier, weil Alester haben so ein richtig großes Team, denke ich mal. Und hier ist es halt, ja, sie haben eigentlich neu angefangen, ne? Das ist dann halt so, ne? Alle Anfang ist schwer. Würde ich ganz ehrlich sagen. Ich kann es gar nicht einschätzen. Bin da ja fachlich doch keine Ahnung vom Programmieren. Mal ganz kurz ausschalten, sonst könnte. Oh, ausschalten, nicht B. O und B. Und runter. Jetzt sehen wir die Zeit über nicht, habe ich nicht umgeschaltet. Das ist ein kleines Manko. Anführungszeichen. Ich habe gerade noch 3 halbe. Dass sie hier noch nicht ganz, dass sie umfallet, ne? Von der Ansicht her.
Und jetzt sehen wir gar nichts. So. Oh. Okay. Die richtige Spur, die haben wir schon gemacht, ne? Mensch, Junge. Die Nachbarspur. Geht's vorwärts. Ein Strohlassiger drauf ist immer eine, schon mal eine Grunddüngung, sag ich mal so. Und schauen wir nächstes Mal. Wird mir Gas geben, ne? Wird mir kann schon Gas geben. Oder hier ein Stück Höhe. Das ist zu langsam, zu schnell. Das ist ja auch ungünstig, wenn es zu schnell ist. Ist ja nicht realistisch. So. Muss halt alles verklappen, ne? Schopf auf Holz, ne? Man weiß ja nie. Man steckt ja nicht drin. Erst Lenkung. Reiterproblem. Oder nicht da, keine Ahnung, ich weiß. Das kommt bei mir öfters vor. In regelmäßigen Abständen, dass da das die Lenkung halt versagt, kann man sagen. Ne? Gut, Software neu installieren, dann geht da relativ zügig. Früher muss ich mir separat deinstallieren, heute ist ja gleich mit drin, das Programm macht automatisch mit. Schon mal ein Fortschritt, zeigt man so. Oh. Gab es ja einfach Probleme mit Logitech, das ist ja die Firma für Lenkräder, Maus und Tastatur, wo ich habe. Da habe ich mal Probleme gehabt mit der neuen Software GameHut, oder wie die heißt hier. Jetzt hier umgestellt haben. Da habe ich Probleme gehabt Anfang. Heute auch wieder mal ein bisschen. Woran das nur genau lag, keine Ahnung. Ob da mal ein Update fehlerhaft gelaufen ist. Oder sich hier was alleine entfernt hat. Wer weiß. Unter anderem Rechner ein Problem mit der Grafikkarte. Also eine Karte mit dem Treiber. Der hat sich irgendwie automatisch installiert. Oder ja, in der Rechnung. Jedenfalls. Klar. Treiber installiert, gibt es Probleme, wenn Programme nebenbei laufen. Ne? Lenkung aktiviert? Jo. Jo, und dann haben Salat, ne? Wenn wir es brauchen, nicht gut. Wenn wir arbeiten, ne? Und Aufnahmen machen, ist das nicht ideal. Störend. Kann dann gerne nebenbei machen, wenn ich was anderes mache, aber ansonsten. Im Spiel ist es ungünstig, ne? So, wie voll haben wir? 6000? Das sieht gut aus. Wird garantiert mehr, als ich jetzt wegfahren kann nachher. Dann werden noch 2000 Reserve bleiben. Mal schauen, wie das aussieht. Mit der Menge. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt vom Düngen her sich auswirkt. Weil einige Stellen waren ein bisschen schlechter gedüngt. Ob das im Ertrag im Ganzen vielleicht besser gewesen wäre, wenn wir es überall gemacht hätten, gleichmäßig. Kann ich so nicht feststellen, wo mehr, wo weniger gibt. Gut, vielleicht kommt da noch eines Tages hier Statistik und so. Mal schauen.
8000. Kommen wir nahe ran. Bisschen ist noch. Da fehlt was. Ja, nur locker 8000 geschafft. Was ich machen will, wenn ich das nicht vergesse, die erste Ladung verkaufen. Aber da will ich noch mal fahren. Und mal schauen, ob da die Meldung kommt, dass zu nass ist. Ja, darum, es geht nur noch um das Wissen, ob das so ist. Ob mein Lager das automatisch trocken macht. Also, das wäre im Idealfall, wäre es ja so, das Getreide im Prinzip reinigt, vom Strohresten und so, Unkraut, Samen und so, ne? Ist ja nicht alles mit bei normalerweise. Unkraut habe ich zwar jetzt keins gewählt, haben wir auch nicht behandelt, oder ist noch nicht dabei, so oh. Und wäre aber interessant zu wissen, ob das trocken wird im Lager, beziehungsweise bevor es eingelagert wird, getrocknet wird. Das könnte ja theoretisch sein, ne? 8004. Das wäre mal ganz interessant rauszufinden. 5. Das wird ja eben Ende weniger. Es geht darum, dass ich nach Möglichkeit eigentlich je mehr wir haben, umso besser, aber extra fahren wegen 1000 Liter wollte ich auch nicht. Aber verschenken wollte ich auch nichts. 8, 9. Die Folgen kommen. Oh, ich finde euch schönen Sonntag. Ich bringe immer durcheinander mit LS. Ja, schönen Sonntag. Justin, falls du das siehst. Nächste Woche. Könnte ein Päckchen kommen, wenn ich am Montag meins bekomme. Ja, wird knapp. Aber es könnte sein. Wie gesagt, wenn das vielleicht Samstag kommt, ist es besser. Kann ich am Wochenende alles einpacken und dann auf den Weg schicken. Aber dann muss man voll geguckt haben zum Schluss. Werde ich mal spoilern bei ihm. So, schön langsam fahren. Wieder 10.000 rein, ne? Fast erreicht die Grenze. Dass er so genau erkennen kann, ne? So ein Ding, ne? So. Okay, aus. Wow. Ja, wie gesagt, wir haben nicht mehr viel. Aber ein bisschen ist noch. So, ab geht's zum XP. Ja, Benzin dann. Wir haben kein Benzin, wir haben Diesel. Oh. Natürlich ungünstig, ne? Vom Händler, ne? Das war gemein. Wird reichen müssen. Können wir gleich leisten. Spiel gespeichert. XP erhalten wir was? XP ist gut, wenn wir Feld kaufen soll. Trotzdem noch für Hafen Ansehen erlangen, um ein gewisses Feld kaufen zu können. Also das nochmal extra. Denn ja, wo ist er? Tun wir den mal den Pfeil hier. Das dürfte noch alles reingehen. Und dann den Rest. Ja. Wir können vorwärts fahren. Bremse.
Gut, aber das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich tanke mal schnell ab. Tschüss, ciao. Ja, dann noch schönen Restsonntag. Ja, morgen geht's hier weiter. Mit dem Rest des Feldes. Und dann wird mir ja mal sehen, Dresche abgeben, dass wir die Woche noch mal eine Spur verkaufen können. Der Anhänger voll. Kann nicht sein. Gut. Tschüss. Tschüss. Und dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Tschüss.